gehen, sondern auf ihn nur 20 Schaden. Oh mein Gott, ey. Ey, wo ist das ja alles schief gegangen? Ey, ich verstehe nicht. Wir hatten alles in der Ruhe. Wegen dieser blöden Verstärkungstruppe ist ja alles den Bach runtergegangen. Verstehe das nicht, Mann. So mies, ey. Dann gehen wir noch weiter zurück. Ey, was soll ich denn jetzt zurückgehen, ey? Jetzt habe ich zwei Züge, mich um die zu kümmern. So. Ach, sind die auch noch alle da? Ich habe alles in den Griff. Ich habe mich schon so darauf gefreut, ne, dass wir hier voll locker reingehen und hier alles erledigen. Ohne irgendwelche Schwierigkeiten. Da kommt eine Ekelhaftigkeit nach der anderen. Was soll einfach nicht? Hat doch alles hier unter Kontrolle die ganze Zeit. Alles war unter Kontrolle. Verstehe ich einfach nicht. Verstehe nicht, wie das schon wieder passieren konnte. Ich kann euch die ganze Zeit hier Schulterknopf drücken. Ne? So, mal folgendermaßen: Wenn mal mehr Leute da unten hin, und die auf den Arm nehme. Das dauert noch so lange, bis wir dich alle erledigt kriegen. Ey. Ich habe ja immer noch keine Heiler hier, ne? Also was wir ja machen ist, alle erstmal hier weg. Außerhalb der Reichweite von dem Heiler. So, Schultertaste gedrückt halten. Oh mein Gott, ey, ich habe schon wieder. Ich kann ja schon wieder da jemanden treffen, ne? Aber sie wird nicht getroffen, ne? Oh, sie hat ja Donnerschwert ausgerüstet, sehr gut. So, los. Ganz einfache Aufgabe. Wir sehen. Boom. Blocks einfach alles ab. Bis dahin werden wir ja wohl fertig sein mit der ganzen, mit dem ganzen Zeug hier. Oh, stimmt, die habe ich auch noch. Ey, er macht mich fertig gerade.
fertig mit sich einpacken. Bis dahin werden wir ja wohl fertig sein hier mit allen. Zack. Was? Mir kann er ja wieder schon von da aus helfen. What? Okay. Da, Louis, tank das alles bitte. Du kannst ja nicht schubsen. Ja, da sind auch alle außer Reichweite. Jetzt müssen die Verstärkungstruppen da kommen, ne? Louis ist immer noch da. Irgendwie hat sich hier nichts geändert. Irgendwie hat sich ja nichts geändert gerade. Immer neue Schwierigkeiten hier gerade. Na, warte. Was ist die Karte eigentlich jetzt hier? Ganz halt offen. Will ich die ganze Zeit die Karte sehen? Warum ist die Karte jetzt die ganze Zeit offen? Nein, so. Schon, oder? War vorher nicht so, ne? War richtig so weit entfernt. Weggepackt. Trifft von da aus. Aber gleiches Level auf jeden Fall. Hau den bitte kaputt. Schnauze voll von denen. So. Ja, den Kampf voll unter Kontrolle die ganze Zeit, ne? Bei ein so einem Verstärkungszug hat mir alles durcheinander geworfen. Was dann einfach nicht. Ich hab's ja leer gedrückt. Sag's nur. Danke für die Situation, ist hier schlimmer als die, die gleich wahrscheinlich mit Erika hier kommt. Kann man nicht vorstellen, Erika schlimmer ist als das hier. So, jetzt haben wir immer noch die Situation, ja. Ich glaube nicht, dass ich hier immer noch durchkommen, ne? So, alles raus haben, weil ich habe. So, vierfach, nicht mal vierfach davor. Irgendwie bin ich immer in einer noch schlimmeren Position, habe ich so Gefühl. Wie habe ich denn überhaupt geschafft hier? Kann ich sein, ey. Warum muss das ja jeden alle Dings geben, ey? Warum müssen alle von den Dings hier haben? Ich habe keine Tanze, ich habe gar nichts, ey. Alter, wie ist denn das jetzt schon wieder passiert, ey? Ich komme ja nicht raus aus dieser Situation, Mann. Oh mein Gott, ey.
komme nicht raus aus dieser Situation. Ja. Ja, ein kritischer Treffer, sehr gut. So ein Hammer, ja, hast du sogar. Schaffe ich das diesmal? Ja, nicht mehr so viel Ladung, ey. Na, will ich sehen. Okay, wie bitte? Ja, das. Warum machst du ihn nicht kaputt? Was ist los mit dir, Mann? Wenn einer von denen überlebt, müsste das ja trotzdem noch machbar sein, ne? Okay, Sonnenbogen. Warum macht der Sonnenbogen? Okay, also das Ritter haben normalerweise höhere Verteidigung. Höhere Resistenz als Verteidigung. Okay. So, jetzt muss ich eigentlich nur noch dafür sorgen, dass jeder einen Angriff von den Typen da überlebt. Bin mir ziemlich sicher, jeder tut das hier. Ne? Bin mir ziemlich sicher, jeder überlebt hier einen Schlag von dem. 30. Okay. Wenn ich jetzt mit dich hier alle heile. Geschicklichkeit wird 30 mal 2, 18. Jetzt kann man da alles überprüfen. Jeder wird hier überleben. Ich bin mir ziemlich sicher, jeder wird hier überleben. Jeder müsste eigentlich überleben. Also machst einen Kitchen-Treffer gegen irgendjemanden. Ja. Oh mein Gott, ey. Der ja, Level 9 erreicht. Mehr Geschicklichkeit. So. Ich kann ich eigentlich reinpacken, weil du hast eine Menge Resistenz. So, auf wen gehst du los?
Diamant, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war kacke. So. Ich muss mit dir angreifen, weil ich dein Dings brauche, deine Festhaltung. So, oh mein Gott, ey. Der Horror. Der Horror. Alter. So, jetzt muss ich noch da unten den Typen erledigen, ne? Ding. Ding. So, wenn mich jetzt noch jetzt immer hier stört, wenn ich hier versuche, die Truhen aufzumachen, ne? Ich hoffe jetzt einfach, wenn ich jetzt hier so lang gehe, dass ich muss aber hier so lang gehen, ne? Gut, geht immer da alle lang. Ich hoffe, da kommen jetzt nicht noch mehr Leute. Hey, was geht? Na? Hab ich gerade 98% abgewehrt. Ach nee, er ist immun dagegen, ne? Ich glaube, er ist tatsächlich immun dagegen. Hey, was geht? Na? Oh. Oh Gott. Hey, das gibt es jetzt nicht. Jetzt will ich jetzt hier auf den Arm nehmen, ey. Kollege. Den Mist kannst du nicht die ganze Zeit bringen. Na ja, toll, den kriege ich jetzt nicht down, ey. Also nicht, dass er zweimal daneben gehauen hat. Gibt's da jetzt einfach nicht. Boah, ey. Ey, ich kann doch nicht noch mehr Dinger hier abballern die ganze Zeit. Ich bin einfach fertig, ey. Geh ja noch durch. Da beide daneben gehauen, ey. Ja, für sobald ich irgendeinen von denen ja trigger, kommt die ganze Armee auf mich los. Da habe ich null Bock gerade. Okay. Also gedacht so, ja, heute gibt man ein chilliges Kapitel, ne? Lief alles bis jetzt gut, ne? Und dann was jetzt so was. Ja, bestimmt so eine halbe Stunde irgendwie verbraucht, um irgendwie diese eine Situation zu lösen. So. Nein, ich hätte heilen können, verdammt. Aber ich will da vielleicht erst danach machen, ne? Damit er wieder hier sein Band sammeln kann. So, und die sind immer noch nicht getriggert. Okay, lassen nämlich jetzt eiskalt hier die Truhe öffnen. Engelsrobe. Lassen nämlich hier echt die Truhe öffnen. Um mir auf die Nerven zu gehen. Okay. Also irgendwann noch mehr
verstärkt zu umkommen, ne? Ich habe die Schnauze voll. Ich habe die Schnauze voll. So, komm her, du. Drei Waifus um mich herum. Alle. Oh. Und jetzt kommen sie alle. Hey. Kollegen, mein Gott, ey. Okay. Und ich kann hier nicht raus. Und den musste ich ja da bewegen, ne? Hey, weil ich eh nicht bewegt habe. Ich krieg zu viel ja gerade. Weil er genau da gestanden hat. Ey. Du kannst nicht erfinden. Ach, die kommen so oder so. Boah. Okay. Muss er Einfriertyp, ey. Ich werde hier echt noch. Der bewegt sich gar nicht. Er bewegt sich nicht. Aber die werden jetzt so oder so gekommen. Wie viele Dinge habe ich noch? Ich habe noch drei. Ich kann mir keine Fehler mehr erlauben. So, die haben alle Magie, ne? 45 45. Ich habe niemanden, der Resistenz hat hier, ne? Außer vielleicht, ne, das ist nicht Dings. Hier ist klar, 45 Schaden. Er ist da gefangen, ey. Ich kam wortwörtlich nicht da rein, um mir die Schatztruhen einsacken, weil wir alle mehr auf den Nerven gehen jetzt, ey. Boah. Na gut, dann machen wir halt noch mal anders, ey. Ich kann mir jetzt nur, ich kann jetzt noch zweimal den Dings jetzt zurückdrehen, ey. Ey, wie schafft das Spiel immer genau zu den schlechtesten Zeitpunkten hier die Leute zu bewegen? Gibt's nicht. So, jetzt kommen sie alle. So, jetzt muss ich mich um die alle kümmern hier. Dass er irgendjemand mit einfrieren. Im Pfleger, alle. Aber lange mich aus der Reichweite von denen bewege, ist alles okay. Ich kann mich schon wieder nicht dahin bewegen. Ich weiß ja nicht, was ich machen soll. Ich kann einige Leute hier anlocken. Könnt sie da anlocken, ne? Jemand anders kommt jetzt dahin, ne?
Und sie hat eine Angriffskraft von 30. Warte mal, Andrea, wo bist du? Oder du? Ich sehe. Hm. 26. Erika ist ein bisschen schnell, ne? Ja. Wenn ich dich da hinpacke, ne? Kannst du sie ablenken? So für den Rest des Kampfes. Sehr super. Klappt das? Ich glaube, das wird sogar klappen, ja. Wow. Wow. Das kann unmöglich so einfach sein. Entschuldigung, warum mache ich null Schaden? Das sieht irgendwie nicht richtig aus. So, kann ich wortwörtlich jetzt hier die ganze Zeit sitzen? Ich bezweifle, dass es so einfach sein wird. Machst du mehr Schaden? Was? Was am Meeresstipp? Ja, den Kampf holen sie gerade. Schaden auf die Plus. Warum bist du jetzt aber mal? Warum doppelst du und warum? Ach. Was soll's? Er hat auch eindeutig mehr Resistenz. Warum nimmt er mehr Schaden? Ich verstehe nicht. Man da hinten hinschicken, dass sich um die Leute da kümmert. Hm. Ja, du machst 45. Das ist eine Crit-Chance von 11. 45, 16. So, du hast kein, warum hast du kein Links? Okay. Wem lock ich dich an? Ich will schon wieder jemanden haben, der jetzt zwei Sachen einfach so. Okay. Irgendwie wird das schon klappen. So, irgendwie klappt das schon. Auf Andrea ein bisschen hier hochleveln. Resistenz kann aber unmöglich so einfach sein, dass ich einfach nur
ihm Platz hier, um sie abzulenken. Da kommen noch mehr Leute. So, jetzt muss ich einfach nur die Leute alle erledigen. Kein Ding, ne? So. So, was ich machen kann, ist erstmal das hier, ne? Und dann nagel ich euch dreimal fest. Wenn ich Glück habe, krieg ich sogar. Ja, mache ich auch. So, damit muss ich mich nur um zwei Leute hier kümmern. Hast du das? Nee, hast du nicht. Ja, kann ich euch erledigen mit Dings? Nein, natürlich wieder nicht. So, und sie macht sie mit einem Schlag kaputt. Oh ja. Zack. Damit sie den auch überleben, ne? Ja, kann aber unmöglich sein, dass ich so mich um die Situation kümmere. Ich lenke einfach die ganze Zeit Erika ab. Das scheint ja so zu funktionieren, ne? Ich weiß halt nicht, dass ich immer 1-2 AP habe, die mir fehlen. Ah, ich will mich nicht auf ihn verlassen. Er trifft sowieso nicht. Ah, richtig erledigt. Ich will auf immer sicher gehen. Nö. Auch kein garantierter Treffer. Aber den. Sehr gut. Sie hat 1100 Punkte. Ey. So, noch den her. Da bringt den auch nicht um. Ah. Weiß nicht, warum ich das aktiviert habe. So, ein Kitschertreffer, ne? Wäre nicht schlecht. Ich habe ja Wodau übrigens noch zur letzten Stufe hochgelevelt. Das heißt, mehr Krit kann sie nicht kriegen. Und 55% ist eine Menge. So. Sehr gutes Level up. Oh, du hast einen Schniller. So, ich will jetzt eigentlich Erika nur die ganze Zeit ablenken, bis ich die Truhen geöffnet kriege.
und ich hoffe, die gehen irgendwann. Dafür irgendwann die Dinge ist genau mal weg hier, die Verstärkungstruppen. Oh, ist natürlich wieder nichts kaputt hier. Haben wir den ja. Ist das ein Held oder warum hat er so viel Abwehr? Irgendwie ist er nicht gemacht für Äxte. Irgendwie trifft er nicht mit Äxten. Vielmehr mit Lanzen. Das muss ich nur irgendwie an die Truhen daran kommen. Ne? Und ich hoffe, irgendwann gehen die Verstärkungstruppen aus, weil sonst wird das hier unglaublich nervig. So, bleibt man hier mal stehen. Gerade Resistenz bekommen. Man macht ja immer noch 5 Schaden. Daneben. Okay. Und ihr habt euch alle perfekt gerade positioniert für mich. Ich euch da alle festnageln. So, und ich muss dich erledigen. Nachdem ich dich erledigt habe, kann ich den einen Typen da abschießen. Dann kann man da reingehen schon mal. Sollte eigentlich einmal mit Panrio angreifen, ne? Erfahrungspunkt und so. Und ein Erfahrungspunkt. So. So. Oh, ein Punkt, ehrlich. Ja, ich kann die treffen wegen den Coins hier. Startsenkung, ne? So, geben wir jedem ja noch so Punkte für, falls ich die brauche, so tanzen und was weiß ich nicht alles. Genau 19 Punkte, sehr gut. Ich möchte nicht in den seiner Reichweite gehen, weil sonst trifft er mich seinem blöden Einfrieren und dann komme ich da nicht raus. Ach, komm schon. Ein AP, ehrlich. Dann hängt jetzt alles noch natürlich davon ab, wie viele Verstärkungstruppen hier kommen, ne? Ich hoffe, es werden nicht so viele sein. Mm-hmm.
Okay, weitermachen. Kriegen sie langsam down. Ach, sie heilt sich hoch. Ich wollte schon sagen, ich war doch gerade außerhalb der Reichweite von denen. Da werden unendlich Leute kommen, ne? Pass auf. Ja, die stehen jetzt natürlich nicht perfekt da. Dann kriege ich dann hier niemanden mehr down. Okay, solange keine Magier da sind, kann ich ja ihn nach vorne schicken, ne? Weiß, was hier kommt, ne? Ja, habt ihr alle 34, 39? Hm. Eigentlich auch nicht so wenig. So, 70%, da wird er wohl kritten mit, ne? Danke. Ah, zwei. Obwohl, was bin ich mit dir? Du bringst ihn aber nicht um. Mal so. Weil wer weiß, ob ich tanzen brauche, ne? Aber tanzen noch zur Not. Ich hoffe nicht auch noch aushelfen irgendwie, ne? Also. Okay. Wegen Erfahrungspunkte, ne? Weil eigentlich nichts bringt, weil sie sich immer hochhalten. Nicht immer anscheinend. Okay. Aber das ist mehr Schaden als sie. Als ich heilen kann. So, du Kollege, ne? Mal dich fertig. So, sie ist Level 10. Sie hat noch mehr Stärke. So, 37, 39. Hm. Aber wenn sie Ike Dings hat, ne? So.
Du hast 37 selber Schwert. Na, so, komm her. Hey, Pandreo Grinding. Genau, will ich sehen. Boah, nice. 69. So. Dich. Dich. Und es waren den Wirmgott, ich meine den Dämonengott Sohn anzugreifen. Du, wie weit triffst du mich? Einfrieren. Ah, genau, wenn ich da stehen würde, ne? Boom. So. Sehen wir mal, was da drin ist, ne? Ja, macht euch also ja so breit, Mann. Jeder darf mal. Jeder kriegt. Prozent Treffer Chance. Wo ist ja nichts. Ich glaube, kriege ich den erledigt. Was war den ja? Aber ich krieg den eigentlich down, wenn ich jetzt hier den mache, ne? Da kommt mein Hauptcharakter und macht den platt. Aber sie kriegt, das geht natürlich auch. Oh, kein Einfrieren mehr. Haben uns darum auch gekümmert. Mehr Fähigkeit, das heißt mehr Crit. So, langsam aber sicher geht's hier. Ach ja, kannst du dich bewegen. So, was ist da? Ein Schwertkämpfer. Oh, er ist schon angekratzt, sehe ich gerade. So, 34 Schaden gegen 9, ja, passt. Jawohl. Nein, erreicht hat nicht. Klingt so mächtig. So.
Oi. Ah, wir können ja noch ewig stehen bleiben. Naja. Ich könnte ja bis Level 20 hochleveln. Weiß nicht, ob diese Strategie echt funktioniert, ey. Daneben. Ah, getroffen. Er hätte irgendwie nicht mit Hortensia geklappt, ey. Hortensia hätte ja aufs Beste noch mehr. Wegen Elfenwind, ne? Weil der Windschwert macht, glaube ich, Windschaden, ne? So. Ach, ouch. Aber jetzt gut, ich habe gewusst, dass du überlebst. Okay, langsam ist genug mit den Verstärkungstruppen, Kollegen. Wird der Camilla die zweite sein? Irgendwann jemand hier frei hätte, könnte er sich hier bitte mal Dings einsacken, die Truhe. Ich merke gerade, ich habe hier keinen Heiler, von daher stimmt, meine ganzen beiden Heiler sind da oben. Ist ein bisschen doof, ne? Hier darf niemand KP verlieren, leider. Wenn ich da einpacke, dann bist du aus Reichweite. Na, mal aufmachen. Zweitsegel absolut nutzlos. Kann ich ja nicht mal verkaufen. Mit Raketenantrieb auf die zugedüst. So, gehen wir da rein, hol das Ding. Na, gucken wir mal, wie viele Leute hier noch kommen, ne? Dann lassen die überhaupt noch irgendwas? Nö. Aber ich will die töten. Gleich bin ich in die Reichweite von Erika. Oh, ich habe vergessen, Andrea 2, oder? Ja. Da darf mir natürlich nicht passieren, ne? Er wurde ja nur einmal getroffen im letzten Zug, ne? Oh. Oh. Ich kann eigentlich los da voll reinschicken, ne? Könnte alles erledigen. Dann möchte ich nochmal. Ja, Elfenwind und so, ne? So, Truhe. Haben wir das auch. Müssen wir eigentlich nur außerhalb der Reichweite von Dings sein, ne? Von Erika. Na, das ist cool. Warte mal, ich kann mich halt danach bewegen, ne? Da kann ich aufgehalten werden. Da kann ich aufgehalten werden.
Jeder hat ja seinen Platz. Jeder kann sich um irgendwas kümmern. Sehr gut. Das heißt, wenn du irgendwie deine Ökonomie aufbaust in so Sachen wie Age of Empires und so, ne? Alles ist geregelt, jeder hat seinen festgelegten Job. So. So, willst du noch einen Schnitter überleben? Ich glaube nicht, ne? Oder eigentlich doch, ne? Gleich so 34, 10, 30, ja, ist es wahr. Genau, den hier machen. Genau. Kannst auch heilen, sehr gut. Boah, aber kein Eiler. So kümmert sich um die Bosse. Was kann ich einfrieren? Ich habe Sigurd, der macht mich einfrierimmun. Aber wenn du darauf bestehst. Jetzt der Städtertyp gegangen, ist ja auch bewusstlos gegangen. Die kommen jetzt unendlich, ne? Mein Gott, ey. Was ist ein anderer Typ mit dem Schnitter? Ja, links gegangen, der ist nach links gegangen, ne? Ja. Wir können noch bis zum Ende aller Tage machen. Nee. So, alle Truhen geöffnet, ne? Ich irgendwie nur noch irgendwann einen Punkt finden, wo ich da reingehen kann. Zum Beispiel jetzt, nö. Paar Punkte wieder, ja. So ein bisschen AP, ne? Hätte es ja wohl auch noch abziehen können. Ah, im nächsten Zug. So, wie viel machst du mit Elfenwind? Ich hier packen, ne?
meine, du überlebst hat, ne? Aber ich kann ja niemanden, ich habe ja niemanden zum Heilen. Ich kann auch den hier machen, ne? Ja, den hier machen, ne? Mach ich den ja, mach den auch nicht kalt. Ah. Im nächsten Zug dann hoffentlich. Wenn sich Erika jetzt einfach so wegbewegen würde, ne? Aber ich habe ja noch Etty, die festnageln kann. Trainieren wir noch von allen Leuten, tut er ihn anvisieren. Gibt's nicht. Mehr Verteidigung, mehr Stärke. So, jetzt gehe ich hier rein. Niemand wird mich aufhalten. Ich reite voraus. Durch. Das sieht nicht aus wie ein Angriff, in dem der irgendwie durch die Gegner so durchgeht. Das sieht aus, als würde ein Laserstrahl auf dich schießen. Habe ich glaube ich schon mal gesagt, aber ey, egal. Sehr gut. Ich weiß nicht, warum er immer doppelt Beistand einsetzt. Die ganze Zeit. Sieht ein bisschen broken aus. Aber okay. Na, warte mal, Durchlauf. Zack. So. Wenn ihr irgendwas schief läuft, mache ich einfach einen Tanz. Aber du bist ein, du hast einen Schnitter, ne? Nee. Zack. Zwei Kette. Sehr gut. Ah, das aussieht, muss ich auch leicht tanzen, ne? Außer du kriegst jetzt. Oh Gott. Soll man alles überspringen, ne? Ich weiß nicht, ob man das schon bemerkt hat, aber ich tue ja alles überspringen, ne? Das will ich aber immer noch treffen, ne? Okay. Oh, ich sehe gerade, hier ist die ganze Zeit so ein Ding. Soll ich mir vielleicht mal einstecken, ne? So, jetzt haben wir das hier alles unter Kontrolle, ne? Ja, wird sogar zwei überleben. Ich bin überrascht. Und ja, können wir uns gleich um Erika kümmern. Noch eine lange Zeit hier.
Gehen sowieso jetzt die Heilstäbe aus. Ja, die werden aber nicht die ganze Zeit hier kommen, ne? Unterstützungseinheiten. Irgendwann muss ja mal Schluss sein hier. So ein Level kriegen wir mit ihm. Ne? Problem ist, hier ist nicht jeder irgendwie voll geheilt. Ne? Welchen Zug sehen wir? 25. So, was ist das mit dem Verstärkungstruppen? So, wer braucht alles Heilung? Nur für Unterstützung und so, ne? Also warte, ich gehe jetzt hier rein und hole mir das Ding noch, ne? Aber irgendjemand hat doch noch Heilung, ne? Ne, okay. Nein. Ja, vergiss zu heilen. So, Panreo, boom. Level 9 reicht. Keine Resistenz. So. Ich nehme an, hier kommen keine Gegner mehr, ne? Das heißt, wir können nach unten. Wir gehen mal hier runter. Ich mach mal den hier einfach so. Ja, das ganz vergessen. Ja, das können wir vielleicht gleich machen. So. So, jetzt müssen wir sie eigentlich nur erledigen, ohne irgendwie uns heilen zu müssen, ne? So, ich habe jetzt aber keinen getanzt mehr. Und was mache ich eigentlich? Ich wollte erstmal sie hier holen und das Ding holen. Ich wollte ja schon wieder voll nicht irgendwie. Ja, müssen wir irgendwie so. So. Du machst sie einmal fertig, sehr gut. Zack. So, das hat jetzt ein Windschwert ausgerüstet, ne? So, sie müssen wir jetzt irgendwie schaffen zu erledigen. Ah, ich habe sie gebrochen, deswegen. Sehr gut. Ein Kröt. Ah, sie hat blutige Wut. Sie macht mehr Schaden, wenn sie nicht voll AP hat. Sehr cool. Ich nehme an, ich kann auch immer drei nach, ne? Oder soll ich den letzten Schlag machen? Ja, ne? Er schafft es dann gerade so noch, sie zu töten. Aber so war. Was aber irgendwie immer einfacher. Sehr cool. Alles eingesteckt, ne?
Oh, da kann man nicht skippen anscheinend. So. Noch mal Casual Adiato freigeschaltet. Sehr gut. So, alle sind noch am Leben, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gut. Ich habe auch eine magische Waffe. Alter, was? Keine Treffer, kritische Trefferchance bei ihr. Na gut. Auch nicht bei mir. Sie in einem Band gewechselt, wo ich sie weniger Schaden nimmt. Ich glaube ja, ne? So, dann holen wir uns den Kill ab, hoffentlich. Muss aber jeder wieder treffen, ne? Ja, schon wieder zu viel, ist klar. Doch jemand anders hier den Kill, ne? Hey, Mensch, kann ich da setzen? Okay, versuchen wir mal. Mein fairer Kampf. Hier sind meine Kollegen, die mir helfen. So. Mal weg. Ah, so kurz vor dem Level Up, ehrlich. Hey, wie geht's, na? Ich mach ich platt. Meine Kollegen machen mich vielleicht platt. Ich lasse meine Leute einfach nicht erledigen. Ah, nicht gereicht. Okay, cool. Etty, los geht's. Okay. Da war ein sehr chilliges Kapitel am Anfang. Mit bitteren Nachgeschmack, also das gesamte Gegenteil von dem letzten Kapitel, das wir gespielt haben. Der berühmte Gary Stu. Da steht sie nicht irgendwie auf ihrem Bruder. Ein bisschen zu sehr. Gibt's irgendwie Memes, glaube ich, ne? Da gibt es irgendwie auch eine Meme von F-Prime, wie er irgendwie voll gegen Geschwisterliebe ist und einfach nur sagt disgusting. Auch between siblings disgusting. Was bedeutet Chika? Motto Chika. Miseterio. Hat sie auch die ganze Zeit gesagt. Mal gucken, was das bedeutet. Ich merke auch gerade, mein Charakter sagt Eriko. Ist ihr Name Eriko in Japanischen?
jetzt auch nicht auf geachtet, wie die F-Reime ausspricht. F-Reibe vielleicht, keine Ahnung. So, cool. Alles klar. Ein paar Charaktere auf Level 8 neu gebracht von Level 6. Die Level werden wir brauchen, habe ich so Gefühl, weil die Hauptstory hat es in sich. Wie wir das letzte Mal gemerkt haben. Ich bin glücklicher, ich habe eine Eingebung. Okay, nicht, dass ich irgendwas dagegen habe, immer gegen so einen neuen Ort hier rumzulaufen, ne? Aber ist das nicht irgendwie voll verschwendete Arbeit? Ja, extra so einen Ort zu programmieren, den du nur einmal besuchst, in dem du mal mit deinen Kollegen reden kannst und so und dein und hier so Gegenstände einsammeln kannst. Ich finde das irgendwie, ist das nicht irgendwie voll. Alter, Linden. L. Also keine Ahnung. Ich meine, das sieht zwar schön aus und ist besser als die ganze Zeit in der, wie in Free Houses, in der Monastery rumzulaufen, die du irgendwie, weil nicht 20.000 Mal hier ablaufen musst und die noch irgendwie dreimal so groß ist wie als Somniel. Und irgendwann wird die einen halt langweilig, ist klar, ne? Aber mein Gott. Deswegen ist es halt mal gut, hier so einen Tapetenwechsel zu haben, aber hier jeden Tag, hier jedes Mal irgendwie so ein neues Gebiet zu programmieren, wo du schon einmal durchläufst. Okay, jetzt wo ich mal nachdenke, die ist irgendwie, weil nicht bei Plattform spielen, also bei Jump and Run, so Crash Bandicoot oder so, da wird ja auch jeder Level nur einmal programmiert und dann gehst du auch nur einmal durch beim Durchspielen. Aber weiß ich nicht. Deswegen meine ich ja immer, so muss halt immer irgendwie so sein, dass man jetzt irgendwie so eine Basis zum Rumlaufen hat. Ich meine, da ist ja jedes Mal doppelte Arbeit, die du irgendwie dafür reinpacken musst, um irgendwie so eine Level zu programmieren. Ne? Also die Level an sich, die wir gerade gespielt haben, muss ja programmiert werden. Ne? Da musst du ja nur so ein kleines Gebiet programmieren, wo du noch rumlaufen kannst, aber dabei irgendwie nicht so einen riesigen. Also wenn wir diese ganzen begehbaren Gebiet hier hätten ignorieren können, ne? Und ausgelassen hätten, dann hätten wir bestimmt irgendwie so 10, 20 mehr Kapitel zum Spielen. Das meine ich immer so, ja. Das ist so klassische Kompensation in den neueren Videospielen. Ah, bessere Grafik, schönere Cutscenes, kürzere Spielzeit. Das ist normalerweise heute Standard, ne? Da hast du nicht irgendwie so ein Final Fantasy 7, das irgendwie so auf 4 CDs verteilt worden ist, ne? Ist das so Final Fantasy Remake, was irgendwie nur, weiß ich nicht, die ersten 10 Spielstunden von Final Fantasy 7 abklappert und ja, das war's. Aber ich bin so der Meinung, wenn die jetzt irgendwie ausgelassen hätten, dass man jetzt hier die ganze Zeit irgendwo rumrennen muss, ne? Dann hätten wir locker so 10 mehr Kapitel, so mindestens zum Spielen, ne? Fire Emblem Radiant Dawn hat es geschafft, ne? Fire Emblem Radiant Dawn hatte irgendwie 40 Kapitel. Und ich weiß, hier gibt es auch eine Menge Nebenquests und also was, ne? Die zählen ja auch noch mal als Kapitel. Aber wie geil wäre das denn, wenn du jetzt irgendwie so ein Fire Emblem Radiant Dawn Spiel hättest, ne? Wo irgendwie 40, 50 Kapitel zum Spielen hättest. Boah. Ich meine, hast du indirekt ja auch, ne? Aber ich meine, so eine Story, die irgendwie so lang dauern würde, ne? Oh, Knusprigbrunnen, Eisenbrunnen. Ja, wäre irgendwie viel geiler, ne? Und Fire Emblem Radiant Dawn war auch für den Nintendo Wii, also da war auch ein Konsolentitel. Die haben das geschafft, warum sollte man jetzt nicht schaffen? Aber jetzt muss immer Arbeit in anderes Zeug reingesteckt werden, ne? Und dann irgendwie Sachen, so in Sachen Gameplay mal vernachlässigt. Das ist schon seit geraumer Zeit so irgendwie, habe ich so Gefühl. So, wer will sich denn hier unterhalten? Eine Menge Leute. So, nicht Rosa Pandreo und Clan hatten die Bomben? Nee, hatten gar nicht. Nein. Also das ist meine Meinung für heutige Videospielprogrammierung. Da habe ich schon seit Jahren irgendwie so. Es wird schon aufgefallen. So, Rosado, los geht's mit Pandreo.
Ich glaube, Andreo ist ein Furry, der sich als Wolf identifiziert. Chloe kommt, glaube ich, auch da, ne? Die hat irgendwie so eine Fähigkeit, die heißt Feenvolk oder so, ne? Man soll halt überhaupt sein. Das ist ja nie im Leben ein Wolfsgeräusch, ne? Aru soll doch bestimmt irgendwie ein Wolfsgeräusch sein oder so. Ich habe keine Ahnung. So, Jade und Diamant. Schon B-Rang. B-Support meine ich. B-Rang. Ambas Alpaka mit Flügel wachsen. Es wird awesome. Das ist eine Pegasus-Version von einem Alpaka. Da, schon wieder Rosado und Lapis. Alles klar. So komisch, sie mal wieder in den Klamotten zu sehen. そう思ってただけじゃなくて憧れてたわ。ね、可愛さの秘訣って何かあるの？秘訣。うん、よくわからないけど。でも内面的なことかな。内面的なこと？見た目のおしゃれは大事だよ。でも本当の可愛さは内面から出てくるっていうか。 例えば自分に自信を持ったりすることもおしゃれと同じくらい大事っていうかね。なるほど。私が可愛くないのは内面のせいなのね。え、ラピスは可愛いよ。
私は自分に自信がないもの。もしかもその辺の草とか食べるし、おまけに腕っぷしも強いし。ちょっと待って、ちょっと待って。ここへでなんか言ってるけど、聞くのも許されないほど真剣な顔だ。なんか悩み事とかあるのかな。よかったら俺がいつでも相談に乗るよ。本当、頼もしいわ。ありがとう。元気出てよかった。いつでも気軽に声かけてね。 Kelly Dokley. So. Wir sehen ja nur die gleichen Charaktere. Machen wir den B-Support später. Palette und Etty. Sie wieder mit anderen Klamotten. なんでございますですの。失礼いたしました。私としたことが品のない。<笑>金種さん、あなたは言葉遣いが丁寧で身のこなしに気品がある淑女ですわね。ありがとうございますですわ。お褒めに預かり光栄です。ますただ何か隠していませんこと。隠すって何をでございますです。 あなたは淑女でありながら、淑女ではない。偽淑女の匂いがいたしますの。偽淑女？そんなことないですます。認めたくないようですわね。いいでしょう。正攻法では無理というなら、別の手を使うしかありませんわ。本日はこれにて失礼。いきなり何なんですますの。あ、すか。 Bei einigen Supports würde ich schon gerne wissen, wie die alle ausgehen, aber ich werde nie im Leben mit einigen Leuten ja. Und Etty hat schon mit einer Menge Charaktere B-Rang erreicht. Na, weiß ich nicht. Mal schauen, wie ich das regel. Lapis-san,筋肉鍛錬の道具の方はいかがかしら。エティ、よかった。ちょうど完成したところよ。見て、これが筋肉鍛錬機、ムキムキ3号よ。3号。 2台ほど失敗したの。でもこれなら腕と胸、お腹周りと背中の筋肉をすべて鍛えることができるわ。素敵です。夢のようですわ。制作費はいかほどかしら。その辺の木の枝やゴミなんかを集めてきて作ったから、お金はいらないわ。木の枝やゴミ、すごいですわね。ですが、 技術量は別ですわ。後ほどお礼をさせてくださいませね。早速試してみてもよろしいですの。もちろんよ。なるほど。この負荷の感覚いいですわね。完璧ですわ。 まさに私の求めていたものです。よかったわ。これだけのものを作れるなんて、ラピスさんも鍛錬がお好きなのかしら。そうね。いつもはその辺の岩を持ち上げて鍛えているけど、あれとかあれとか、あんな大きな岩をこんなに細い腕で、一体どうなっているのでしょう。 Wir sind jetzt Muskelschwester. Alles klar. So, hier war nichts. Nee, nee. Wo ich eine Menge Erfahrungspunkte, glaube ich, bekommen habe. Oh mein Gott, da ist das Ding schon wieder weg. So, dann noch einmal kurz zur Arena. Übrigens, diese neue Angel, ne? Das ist ja wohl der absolute Horror, ey. Ich muss jetzt hier so riesige Fische die ganze Zeit reinziehen und die sind ja irgendwie unmöglich reinzuziehen. Das ist wie ein bekloppter, ja, Buttonmischen, schneller geht nicht. Ja, ich habe das so oft versucht, ey, geht nicht schneller. Ja, Ringkammer, ich muss noch,
ich möchte noch meinen restlichen Fire Emblem Echoes Charaktere hier holen. Also ich weiß nicht, wie man das machen soll. So, guck mal, wie schön das jetzt hier aussieht, ne? Es fehlen noch 1, 2, 3 Ringe. 2 DLC und einmal Marv, ne? So bunt jetzt aus hier. So, dann haben wir uns noch die Fire Emblem Guiden / Fire Emblem Echos Charaktere. Runden wir mal auf. So, da haben wir der 4. Eine Magierin. Der 4. Und Arm. Der Hauptcharakter aus Fire Emblem Echos. Da. So, mehr Gacha. So, Saber. Da ist ein Söldner gewesen, glaube ich, ne? Da war nicht so ein Pirat. Weiß ich gar nicht. So ein paar bessere, ne? Wenn ich schon Glück bei Genshin Impact habe, dann bitte hier, ne? So, schon wieder der 4. Aber ah. Dringer bringen eigentlich nichts mehr. So, May. Best Girl. So, Lukas. Ah. ASMR-Stimme, Lukas. Der hat noch ziemlichere Stimme als hier Bonnet. So, irgendjemand fehlt noch. Konrad. Der 4. Faye. Yandere, die auf allem steht. Jenny, das ist eine Priesterin von Celica. Kollegin, keine Ahnung. Celica hat irgendwie nur Magier in ihrer Truppe. Am Anfang gespielt. So, fehlt dann ja noch mal. Ja, mir fehlt ein Charakter. Alter, gib mir mal, wer auch immer mir jetzt hier noch fehlt. Alter. 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 Pff. Immer noch nicht. Kann ich sein, Mann. Schon wieder der 4. Hat noch gar keinen Platinring bekommen die ganze Zeit. Okay, Silk. Die könnte neu sein, ne? Die Priesterin des Spiels. Von einem Truppe. Man hat ja 2 Truppen, die man spielen musste. Ja, Silk war noch nicht. Okay. Dann gehen wir noch kurz in die Arena. Ich weiß nicht, wie man da trainieren lassen sollen, aber wird sich schon jemand finden lassen. Und dann war es dann schon wieder, ne? Wenn das mal da reingehen, oh, Level 8 und 9, schön. Oh, das Level 7 ist jetzt hier wieder niedrigste, ne? Oder? Und mit ihr können wir heilen zum Trainieren. Saphir, Zitrin, Linden. Ich würde sagen Saphir, ne? Weil die anderen Charaktere können alle Stäbe benutzen, von daher. Was geben wir dir für eine Waffe aber? Also wird nicht runtergeschraubt davon. Aber sie hat aber noch nicht Dings hier. Sie hat noch nicht hier die mehr Erfahrungspunkte Fähigkeit. War schnell. Das wäre ja voll Verschwendung, ne? So, deutsche Aussprache von Sophia. Finde ich gut, dass ich glaube, die haben den Namen von Bayamuchi geändert in der deutschen Version. Weil in der englischen Version hatten die, glaube ich, kein T in dem Wort Muchi. Und das, da konnten die definitiv nicht irgendwie ins Spiel reinpacken, nehme ich an.
Deswegen haben die da einen Tee hinzugefügt. Ich meine jedenfalls, dass das so ist. Okay. Ah, nee, ich kann ja auch hier jetzt. Das fand ich mal eine super Änderung, die durch einen Patch irgendwie gekommen ist. Du jetzt hier immer Dinger leveln kannst, die Fähigkeiten erben kannst. So, das hier muss ich noch Fähigkeiten geben. Es wird definitiv im nächsten Mal im nächsten Kapitel dabei sein. Was hast du denn alles gelernt? Kritisches Ausweichen. -5 Schaden. Ja, da werde ich aber nie im Leben. Ich meine, die kosten zu viel, Mann. 2000 FP. So, jetzt kann Saphir rein. Ja. Ich könnte ja auch einen Bogen geben. Ist ja eine Kriegerin, ne? Oh, sie ist sowas von tot. Obwohl, irgendwie doch nicht. Nee, schaffen wir. Okay, Jade hat nur eine Leichtaxt ausgerüstet. Hatten die nicht einen Support? Ich glaube, die beiden hatten einen Support, ne? Ich habe ja mal irgendwann angesprochen, die beiden sehen irgendwie voll gleich aus, so vom Haarstil. Jade sieht irgendwie aus wie eine... Also Saphir sieht aus wie eine ältere, dunkelhäutigere Version von Jade. Okay. Ah. Okay. Das hat irgendwie so ein Signal von ihr. So, hör mal, benutzt mich gefälligst. Ich bin gut. Sie hat jetzt mal alles kalten Level-Up hier bekommen. In der Arena. So. Mach mal ein Triple raus. Warum hast du Stahl Großlanze ausgerüstet? Ja, sehr cool. 3 von 3. Nicht schlecht. So, erstes Level up mit ihr. Ich meine, Stärke und Geschicklichkeit. Okay. Und kein Dings. Kein Support freigeschaltet. Das heißt, das war's dann für heute, ne? Und ich tue mal wieder offscreen meine Runden hier drehen, ne? Wir hatten ja nichts mehr, ne? Nö, nö, nö. Okay. Ich tue wieder offscreen meine Runden hier drehen und beim nächsten Mal machen wir dann entweder Lives oder Mikayas Sidequest, ne? Ich würde wahrscheinlich eher sagen Live, weil Mikayas will ich mir bis zum Schluss aufbewahren. Einfach nur, weil Fire Emblem Radiant Dawn erzählt. Das ist einer meiner Lieblingsteile. Der Beste kommt dann zum Schluss, ne? So, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss.